Mein Name ist Bernd Maul von der Pressestelle der Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Gegen 3.05 Uhr erhielt die Polizeileitstelle einen Notruf eines Zeugen, der angab, dass es hier in Gümnich auf der Gümnicher Hauptstraße in der dortigen Kreissparkassenfiliale zwei Detonationen gegeben hat und im Anschluss kurz darauf sei ein silbernes Fahrzeug, vermutlich besetzt mit drei Personen, mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Kollegen vor Ort haben hier diesen Bereich des Tatortes weiträumig abgesperrt, die Feuerwehr war vor Ort und da aus der Standardsituation heraus auch ein Sprengstoffspürhund des PP Köln vor Ort war, der auch anschlug, wurde ein Entschärfer des Landeskriminalamtes angefordert, der vor Ort war in der Nacht, aber Entwarnung geben konnte. Es befanden sich oder befinden sich keine weiteren Sprengmittel mehr, die uns oder anderen gefährlich werden könnten im Objekt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es zu einer Tatvollendung gekommen. Das heißt, die Täter, die haben mit Sprengmitteln oder Ähnlichem es geschafft, tatsächlich den hier einzigen im Gebäude verbauten Geldautomaten aufzusprengen und auch mit der Beute zu flüchten. Es gibt Zeugen und Zeugenhinweise, die sagen, dass es ein hochmotorisiertes Fahrzeug der AMG-Klasse gewesen sein soll, in der Farbe Silber. Diesen Hinweisen gehen wir nach. Ebenso gehen wir nach, dass die Zeugen sagen, dass das hochmotorisierte Fahrzeug zum einen in Richtung Dürmerzheim geflüchtet sein soll, andere Zeugen sagen in entgegengesetzte Richtung, in Richtung Kerpen. Man muss wissen, wegen der Überschwemmung ist die Landesstraße 495 und die daran anschließende Autobahn 61 gesperrt, sodass den Tätern vermutlich der Fluchtweg versperrt war und die über Umwege irgendwie auf irgendeine Autobahn kommen mussten. Auch diesen Hinweisen gehen wir nach. Wir ermitteln dort in alle Richtungen.